Olivenbäume, soweit das Auge reicht. In den vergangenen 30 Jahren hat das Olivenöl aus dem Mittelmeerraum weltweit Karriere gemacht. Auch hier in Italien, in Latina, wird das geschätzte Nahrungsmittel produziert. Doch die Olivenbauern wie Paolo Mariani sehen ihren Umsatz derzeit einbrechen. In Italien stehen 1,2 Millionen Hektar Olivenbäume. Wir sprechen von 780 Betrieben. Im vergangenen Jahr wurden 320.000 Tonnen Öl produziert. Und in diesem Jahr sind es 30% weniger. Und warum? Nun, das hat zwei Gründe. Zum einen überschwemmt günstigeres Öl aus Spanien den Markt. Zum anderen werden die italienischen Bauern ihr Öl während der Pandemie nicht los. Es gibt ein Absatzproblem, so Luigi Nicolini. Der gesamte Gastronomiesektor hat den Betrieb eingestellt und nun gibt es einen neuen Lockdown. So leiden auch alle Produzenten von Olivenöl. Die Krise ist zurück. Die Folge war ein enormer Preisverfall. Olivenölproduzenten konnten bis zu 44% weniger Geld für ihre Waren verlangen. Der Landwirtschaftsvereinigung Coldiretti zufolge wird Italien in diesem Jahr 287 Millionen Liter Olivenöl produzieren. Im vergangenen Jahr waren es noch 366 Millionen. Ein deutlicher Rückgang also und kein gutes Zeichen für die gesamte Olivenölbranche in Italien.